Wer an ihm vorbei wollte, war selbst schuld. Vielen gelang es 1992/93 nicht. Eine der Säulen der Meistersaison war Uli Borowka, heute 56. Der beinharte Verteidiger hielt mit Rune Bratzeff den Abwehrladen dicht und war einer der Garanten des Titels. Uli Borowka, er, spielt den Ball am langen Bein von Andreas Thom, Leverkusen, vorbei. Foto. Imago Borowka erinnert sich in der Bildmeisterserie an die verrückten 24 Stunden rund um das alles entscheidende letzte Spiel in Stuttgart. Dort, wo Werder 7 Jahre zuvor den Titel verspielt hatte, am letzten Spieltag. Borowka musste schon in der Nacht vor dem Endspiel einen harten Kampf austragen, den gegen Hitze und Schlaflosigkeit. Werders Verteidiger: Ich war mit Olli Reck auf dem Zimmer, und wir wollten schlafen. Aber es klappte einfach nicht. Jede Viertelstunde hieß es: Schläfst du? Nee. Apostroph nochmal rumgedreht, Olli gefragt, rumgedreht, stundenlang. Es war eine Bullenhitze im Zimmer, einfach bestialisch. Energisch will Uli Borowka, er, Stuttgarts Andreas Buck stoppen. Foto. Imago von vernünftiger Vorbereitung auf das so entscheidende Spiel keine Spur. Borowka: Um 6 Uhr morgens stand ich auf und wusste nichts mit mir anzufangen. Dann bin ich erstmal ums Hotel gelaufen und habe einen Friseur gefunden, der mir in der Früh die Haare geschnitten hat. Ohne Schlaf, aber mit neuem Haarschnitt ging es ins Neckarstadion zum Spiel der Spiele. Borowka: Im Stadion waren es gefühlte 40 Grad. Ich fühlte mich wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Beim Warmmachen bin ich von der Tor aus bis zur Mittellinie gelaufen und dachte, heute geht ja nichts, du kriegst keine Luft. Otto Rehhagel und Uli Borowka, er, auf dem Rathausbalkon bei der Meisterfeier. Foto. Imago und das im Spiel gegen seinen Erzrivalen Guido Buchwald, Stuttgarts Defensivmann, mit dem er sich um einen Platz im DFB-Team stritt. Buchwald und ich mochten uns nicht. Um es klar zu sagen, wir hassten uns wie die Pest, waren Erzfeinde. Heute haben wir uns längst vertragen. Die Bullenhitze, die Rivalität mit Guido Buchwald, kurz vor Anpfiff machte ihm plötzlich ein weiteres Problem zu schaffen. Borowka: Meine neuen Stutzen drückten mir die Waden ab. Was tun? Ich entschied mich, Apfelsinen große Löcher links und rechts reinzuschneiden, um sie zu entlasten. Uli Borowka, er, behauptet den Ball gegen Radmilo Mihailovic, Schalke. Foto, Picture Alliance, deutsche Presseagentur. Die Maßnahme wirkte. Das Spiel begann, Borowka biss auf die Zähne und konnte laufen. Als das Spiel losging, war ich plötzlich frei im Kopf und die Luft war da, erinnert sich Borowka, der durchhielt und sich so seinen zweiten Meistertitel sicherte, in Unterzahl. Borowka: In den letzten Minuten haben wir nur zu 9 gespielt, weil immer 2 Leute am Spielfeldrand standen und im Radio lauschten, wie es bei den Bayern steht. Die Erfolgself von Werder Bremen feiert mit Meisterschale und Meistershirts. Foto, Picture Alliance. Sven Simon: Werder brachte den Sieg gekonnt über die Zeit, während die zuvor punktgleichen Bayern auf Schalke strauchelten. Borowka: Nach dem Abpfiff bin ich erstmal in mich zusammengesackt. Eine Mischung aus Erschöpfung und Freude. Ein magischer Moment. Werder wieder auf dem Meister-Olymp und Borowka mittendrin. Doch die intensivsten Augenblicke der Meisterschaft waren für ihn nicht die auf dem Rasen, als sich die Bremer vor Freude um den Hals fielen. Oder die spät in der Nacht, als der Triumph begossen wurde. Es war die anschließende Fahrt ins Sportstudio des ZDF.
In der Saison 92-93 absolvierte Ole Borowka 28 Spiele, erzielte dabei ein Torfoto. Imago Borowka, wir hatten im hinteren Drittel des Busses Riesenliegewesen gebaut. Die ganzen Erinnerungen und Emotionen kamen hoch. Wir lagen uns in den Armen, hörten Musik. Wir waren so entspannt, es war Freude pur. Es war ein ganz inniger Moment. Mir hat genau dieser Moment gezeigt, wie schön es in Bremen mit dieser Mannschaft war. Das war einer der schönsten Augenblicke in meiner Zeit als Fußballspieler. Meisterschaft 1988 und 1993, der Europacup-Sieg 1992, die DFB-Pokaltriumph 1991 und 1994, was für eine große Werder-Ära. Borowka, alle hatten Sinn für Teamgeist. Dadurch waren wir so erfolgreich. Als Mannschaft waren wir kaum zu schlagen.